Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute einem Unpacking. Ich bin wieder Teil des blubbernden Büchertauschpakets von meiner lieben Anka. Wir sind in der 17. Staffel. Ich habe versucht, mich im Notizbuch nicht spoilern zu lassen, was alles darin ist. Und ich bin ja die erste Anlaufstelle dieser Staffel und freue mich sehr, mit euch jetzt dieses Paket auszupacken. Ich bin sehr gespannt, welche Bücher drin sind. Es ist ja immer eine bunte Mischung bei der lieben Anka und das finde ich immer besonders schön, weil ich ja auch nicht nur so ein Genre-Leser bin. Und ja, ich packe das jetzt mal weg. 17. Staffel, also das Buch ist ganz schön rumgekommen. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch zwei Runden parallel von Anka, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, mich lächelt da schon etwas an und ich sehe auch bunte Buchschnitte. Ich bin sehr gespannt. Ja, Sam beobachtet das alles. Weasley ist nebenan. Also ich denke, wir können jetzt mal starten. Ja, ein Buch von der lieben Kerstin Gier, was ich optisch wirklich wunderschön finde, ist Wolkenschloss. Ein Buch, das ich tatsächlich nicht gelesen habe, obwohl ich seinerzeit von der Zeitenzauberreihe Also ihr wisst, Rubinrot und so weiter, Zeitenzauber. Reihe, heißt die so? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Recht angetan war. Ich mochte vor allem auch die Silberreihe, die ja in die Träume ging und habe dann aber Wolkenschloss nicht gelesen, weil mich irgendwas daran störte, beziehungsweise es wohl in einigen Sachen auch einfach kindisch war. Und irgendwie habe ich dann nicht dazu gegriffen und ich habe auch die neueste Reihe von ihr tatsächlich den ersten Teil ja nur so okay gefunden. Aber jetzt, wo ich es so in Händen halte, und wir hier einen magischen Ort in den Wolken haben und eine Heldin, die ein bisschen zu neugierig ist, das könnte auch ich sein. Und dann kommt ihr Abenteuer des Lebens. Also ich überlege gerade, ob das nicht doch vielleicht zu mir findet. Und ich glaube, ich packe es tatsächlich mal auf den Vielleicht-Stapel. Weil irgendwie, jetzt wo ich so in echt vor mir sehe, finde ich es tatsächlich ganz interessant. Ein Buch, das ich kenne, ist von Erika Swire, Der Tag, an dem mein Vater die Zeit anhielt. Ein Buch, was ich ganz, soweit ich mich erinnere, okay fand. Ich habe nicht mehr viele Erinnerungen dran. Ich habe es damals auch gelesen. Und ich hatte von Erika Swire, ich glaube, auch ihr erstes Buch gelesen, das irgendwas mit einer Schwimmerin zu tun hatte. Aber ich glaube, jetzt hier steht tatsächlich gar nichts. Es, ja, was die Zukunft auch bringt, die Sterne werden immer für dich da sein. Ja, Netta möchte Astronautin werden. Und dann wohnt sie auch in der Nähe von einer Raketenbasis. Genau, und dann schraubt er schon, ihr Vater, jahrelang an der Maschine. Doch das löst eine Katastrophe auf. Also ich kann mich wirklich nur vage leider dran erinnern, aber ist auf jeden Fall gelesen. Ich komme nicht mehr drauf, wie das erste Buch von ihr hieß. Aber das darf, ja, ohne irgendwas sozusagen weiterziehen. Das ist natürlich echt ein... Ja, Wälzer. Aber ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das da bleibt. Es ist zwar ein Krimi, aber ich habe so viel Gutes von Der Tod und das dunkle Meer von Stuart Thornton gehört. Auch schon vom ersten Buch, die 7, 8 Leben der irgendwas. Wie ihr seht, ich habe es heute nicht mit Namen. Die 7 Tote der Evelyn Hardcastle, was ja wirklich sehr gehypt war und sehr gute Stimmen hatte. Irgendwie habe ich das aber nie gehört und gelesen. Ich glaube, weil ich für Krimi immer so ein bisschen in Stimmung sein muss. Aber es spricht mich, also ich hatte es lang auf der Wunschliste. Und ja, wir haben hier wohl den Meister des Plot-Twists. Wir sind 1634, es gibt einen Mord auf hoher See und das Schiff ist auf dem Weg von Indonesien nach Amsterdam. Es gibt eine dunkle Prophezeiung, ein genialer Detektiv, der selbst Gefangener ist und dann ja, scheint es wohl so, dass der Teufel mit an Bord ist. Aberglaube, Hexenjagd, Machtgier. Und ja, wir werden ins dunkle Meer der menschlichen Abgründe geführt. Und ich glaube, ich muss das gar nicht so auf vielleicht legen. Ich glaube, das bleibt ziemlich sicher hier. Ah, ich weiß nicht, vielleicht tatsächlich auch mal so ein Urlaubsbuch. Könnte ich mir gut vorstellen. Oh, dann haben wir hier was, das machen wir später auf. Dann Sarah McLean, Lehrmeister der Leidenschaft. Wohl eher nichts für mich. Was darf ein Gentleman? Nicht alles, was einer Dame verwehrt ist. Leidenschaftlich küssen, fechten, im Herrensattel reiten, ein Duell bewohnen. Vorsicht macht süchtig, soll als Warnung aufgedruckt werden. Ja, ist glaube ich nicht für mich, kommt dementsprechend auf den Nein-Stapel. Ja, dann glaube ich noch was, was so ein bisschen wie ein Thriller genau aussieht. Ice Trap von James Abell. Ich vermute mal, man spricht ihn so aus. Rasant, dramatisch, hochspannend. Ein Action-Thriller. Die Kälte wird sie alle töten oder die mysteriöse Seuche.
Es gibt hier ein U-Boot, das Hilferufe sendet aus den eisigen Gewässern der Arktis. Und über 100 Menschen an Bord stecken in Sturm und Eis fest. Zudem eine mysteriöse Erkrankung. Oh, und dann Biowaffenexperte. Erinnert mich an Meteor von Dan Brown. Aber ja, hat wahrscheinlich eine andere Thematik. Joe Rush und sein Team sind vollkommen auf sich gestellt, doch sie haben einen Verräter an Bord. Ist leider nicht so meins. Dementsprechend ja, wird es ganz ohne große Überlegung weiter wandern. Ah, ja, was kommt denn hier? Von Murakami, IQ84. Habe ich tatsächlich auf der Wunschliste. Und nicht ich bin verrückt, die Welt ist es. Wobei ich es tatsächlich eigentlich als Hörbuch auf der Wunschliste habe, weil das auch wirklich Wahnsinnswelt ist. Also ich glaube auch über 1000 Seiten, genau, 1020. Und ja, es soll ein Meisterwerk von Murakami sein. Ich lese ihn ja sehr, sehr gern immer mal zwischendurch. Es kommt jetzt, glaube ich, auch im Herbst ein neues Buch von ihm. Irgendwas mit Honig? Honigtod? Ach, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, wir sind 1984. Aromame hat zwei verschiedene große Ohren. Beim Rendezvous mit einer reichen Ölhändlerin zückt sie eine Nadel und ersticht ihn. Ein Auftragsmord, um altes Unrecht zu sühnen. Dann haben wir noch den Hobby-Schriftsteller. Er soll einen Roman der exzentrischen 17-jährigen Fukaeri überarbeiten, damit sie einen Literaturpreis bekommt. Der Text ist äußerst originell, aber schlecht geschrieben. Ein riskanter Auftrag. Und Aomame wundert sich, warum die Nachrichten ihren Mord nicht melden. Ist sie in einem Paralleluniversum geraten? Um diese Sphäre von gewöhnlichem Leben im Jahr 1984 zu unterscheiden, gibt Aomame der neuen unheimlichen Welt den Namen IQ84. Ich glaube, es bleibt. Und vielleicht spornt es mich an, es entweder zu lesen oder zu hören, weil es klingt schon toll mit dieser Parallelwelt und dieser anderen Zeitschiene. Ist das gemein? Oh, entschuldige. Oh, jetzt bist du total erschrocken. Entschuldige, mein Schatz. Ich versuche nicht mehr so zu kreischen. Okay, mein Hund ganz erschrocken. Mein Kater hat zum Glück nicht gestört, aber mein Hund. Entschuldige, mein Schatz. So, machen wir weiter. Nico und Jazz von Sarah Crossan und Brian Conahan mit Mixed Vision druckt in Deutschland. Achso, das ist der Verlag. Jetzt habe ich gerade gedacht, was ist hier los? Das Buch habe ich tatsächlich noch gar nicht so bewusst gesehen, wobei ich Sarah Crossan kenne von einem Buch, das ich glaube ich letztes Jahr oder vor 2 Jahren gelesen habe. Ja, vom Schreibstil würde ich gerade sagen, es kommt mir bekannt vor. Hat einen coolen, bunten Buchschnitt. Wobei, reichen bunte Buchschnitte, um cool zu sein? Ich bin mir immer nicht mehr so sicher. Ich habe das Gefühl, die Sprache des Wassers. Ich glaube, daher kenne ich Sarah Crossan. Und noch, ich würde auch noch sagen, ich kenne noch ein anderes Buch. Und ich träume von dir letzte Nacht, aber meine Augen nicht schließen für Schlafen. Und es regnet in meinen Magen und es stürmt in mein Herz. Eine moderne Romeo und Julia-Geschichte über zwei Jugendliche, die sich durch Zufall begegnen, um vom Schicksal wieder getrennt werden. Also mir sagt das tatsächlich gefühlt gar nichts. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Romeo und Julia. Muss echt sagen, ich kann den Hype darum nur so bedingt verstehen. Aber ich würde das mal auch vielleicht packen und mal gucken, was es da so ein bisschen für Stimmen gibt. Finsteres Erwachen, Absolution. Ach, da bin ich schon, da muss ich gar nicht groß den Klappentext lesen. Das sieht so ein bisschen horrormäßig aus. Vergebung existiert nicht, Verzeihen ist ein Zeichen von Schwäche. Jeder Ungehorsam fordert seine Konsequenzen. Boah. Ja, ich nach ihrem Tod, grausam Regel, ja, Vampire, es geht sogar um Vampire. Das hätte ich dem Cover nach gar nicht so. Ja, da wird es natürlich schon wieder spannend für die Steffi, ne? S. Bratke. Sagt mir auf dem Namen gar nichts, ist Sabine Prattke. Wobei, Prattke, bin gerade tatsächlich im Blinge von der Autorin, ich doch irgendwas kenne. Ist sogar signiert, was ich gar nicht schlimm finde. Also mir sagt das Buch tatsächlich nichts, aber ach, Vampire wäre natürlich schon gar nicht so. Nein, ich glaube eher nicht. Wenn ich das noch auf dem Vielleicht-Stapel packe, wird schwierig. Oh, jetzt ist hier was umgefallen. Ach, hier gibt es noch Tee. Ah, okay, gucken wir mal, was haben wir hier? Oh, der Liebesbrief von Ruth Severton. Auch ein sehr schön farben, ne? So ein bisschen, passt nicht ganz zum Nagellack, aber eine große Liebesgeschichte vor der atemberaubenden Kulisse Cornwalls von einer neuen Meisterin des emotionalen Erzählens. Ja, Cornwall bekommt man sich schon. Wahre Liebe dauert ein Leben lang an und darüber hinaus. Ja, Schicksalsschlag, Künstlerin Chloe nach Cornwall, um sich in einem Cottage an den Klippen ein Atelier einzurichten. Der malerische Küstenort ist geprägt. Das Lustige ist, ich lese gerade auch ein Buch, was in Cornwall spielt.
oder ich höre es besser so, geprägt von dem charismatischen Dichter Kid Rivers. Gibt es wirklich Menschen, die Kid Rivers heißen? Dessen Geschichte die Bewohner noch immer in Bann hält. Auch Chloe ist fasziniert von seinem Werk. Zusammen mit dem Historiker Matt beginnt sie nachzuforschen, was mit dem jungen Dichter in den Wirren des Ersten Weltkriegs geschah. Und wisst ihr, was mich oft an so Klappentexten, was so in mir etwas, ja, triggert ist das falsche Wort, aber wo mein Monk schreit. Wir haben hier die Künstlerin Chloe, dann gibt's aber Kid Rivers und dann wird wieder nur über Matt gesprochen. Also entweder machen wir immer Nachnamen oder nie. Ich finde, kennt das jemand? Dann entdeckt Chloe das alte Tagebuch einer jungen Frau namens Daisy und findet heraus, dass Daisy und Kid ein düsteres Geheimnis verband. Also das finde ich tatsächlich, trotz des fehlenden Nachnamens von Chloe, tatsächlich ganz spannend. Ich glaube, das landet auch mal auf dem vielleicht Stapel. Mensch, da ist ja, also ich bin total begeistert. Dann sogar noch eingeschweißt, Robert Menasse, Die Hauptstadt, ist im Suhrkamp Verlag erschienen, habe ich noch nie gesehen. Hat wohl sogar 2017 den Deutschen Buchpreis bekommen. In seinem großen europäischen Roman spannt Robert Menasse einen weiten Bogen zwischen den Zeiten, den Nationen, dem Unausweichlichen und der Ironie des Schicksals, zwischen kleinlicher Bürokratie und großen Gefühlen. Spricht mich jetzt aber tatsächlich nicht so an. Trotz Deutscher Buchpreis. Oder vielleicht gerade deswegen? Ja. Wir haben hier einen gelben Buchschnitt. Auch aus dem Suhrkamp Verlag von Andreas Pflüger. Endgültig. Finde ich tatsächlich cool gemacht. Besser als Bond. In einem Wort grandios, sagt Joachim Scholl. Das hat es so noch nie gegeben, sagt die Frankfurter Allgemeine. Früher war Jenny Aaron Mitglied einer international operierenden Eliteeinheit der Polizei. Hochintelligent, tödlich effektiv. Ja. Doch vor 5 Jahren endete ein Einsatz in Barcelona mit einer Katastrophe. Seitdem ist Aaron blind. Damals sagte sie, es sei der schlimmste Tag ihres Lebens. Sie hat sich geirrt. Der schlimmste Tag ihres Lebens ist heute. Ah, dann ist noch jemand blind. Ich glaube, das wird mir zu Thriller-mäßig. Also es ist ein Thriller, aber ich glaube, das ist, da bin ich so selten in Stimmung. Oh, Ferdinand von Schirach, Die Würde ist antastbar. Essays von Schirach, von dem habe ich auch schon ein oder zwei Sachen gelesen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt das Grundgesetz. Aber das ist falsch, denn sie wird jeden Tag angetastet. Wiegt ein Leben ein anderes auf? Was macht ein Täter zum Täter? Ferdinand von Schirach beschäftigt sich mit den großen Themen unserer Zeit, ebenso wie mit persönlichen Gedanken über die Literatur oder das Rauchen. Die Würde ist antastbar, versammelt erstmals alle von ihm im Spiegel veröffentlichende Essays in einem Band. Was habe ich denn von ihm gelesen? Genau, der Fall Collini, da kenne ich auch den Film. Und noch irgendwas habe ich gelesen. Ich finde ihn als Mensch leider nicht ganz so sympathisch, weswegen ich so ein bisschen zögere. Ich glaube, das landet auch mal auf dem Vielleicht-Stapel. Meine Güte, da ist aber heute viel gelandet. Ja, dann gibt es hier noch ein Päckchen mit Leseproben. Das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Ich glaube, werde ich mir mal anschauen. Und wir haben auch ein bisschen Tee. Da finde ich auch immer gut, dass man sich ein bisschen austauschen kann. Und dann Hello. Lesezeichen. Kein Lesezeichen zur Hand. Greife zu. Also ein ganzer Pack voll Lesezeichen. Ach, da schaue ich mich auch gerne mal um. Weil ich glaube, da kann ich bestimmt auch ein bisschen was reinpacken. Das finde ich immer schön. Finde ich cool. Finde ich eine schöne Idee. Finde ich auch eine coole Box. Perfekte Größe. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall mal nach und nach umschauen. Und ja, für euch geht es ja dann im Grunde direkt gleich weiter. Für euch ist das ja nur jetzt ein Schnipp. Für mich werden so ein paar Minuten vergehen. Und dann zeige ich euch gleich, was ich wie worum austausche. Da bin ich auch schon wieder. Ich habe ein bisschen Tee ausgetauscht. Von den Lesezeichen habe ich mir aber nichts genommen. Ich habe in 2 Leseproben reingelesen, die mich aber nicht so angesprochen haben. Und ich habe mich tatsächlich für 5 Bücher entschieden. Oh ja, fangen wir an. Und zwar, meine Güte, hier lauter Wälzer. Warum tut man sich das freiwillig an? Ja, Kerstin Gier, Wolkenschloss. Und ich habe auch schon eine Idee, wann ich das lese. Wahrscheinlich, ich nehme es mit in den Urlaub. Dann Der Tod und das dunkle Meer von Stuart Thornton. Auch wenn ich nicht der größte Krimi-Leser bin, spricht es mich einfach zu sehr an, um die Chance hier ja im Grunde weiterzugeben. Ja, der Murakami darf bleiben, in der Hoffnung, dass mich der Neuzugang so ein bisschen motiviert, entweder zu lesen oder zu hören. Dann Nico und Jazz. Das
bricht mich einfach mega an und freue ich mich drauf. Und ich werde auch Ferdinand von Schirach mit seinen Essays eine Chance geben und bin sehr gespannt, ob mich das ja, packen bzw. begeistern kann. Ja, 5 neue Bücher, sehr, sehr, sehr böse. Dafür ziehen natürlich auch 5 Bücher aus. Und ich habe tatsächlich ein bisschen, ich glaube, 2 asiatische Romane dabei. Und zwar, das jetzt nicht, Sarah Yu, Irgendwo für immer, auch wenn es, glaube ich, eine asiatische Autorin war, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nein, ich glaube nicht. Yu, nein, scheinbar nicht. Aber gut. Ja, also Irgendwo für immer. Hier haben wir eine junge Frau, die glaubt, alles verloren zu haben. Dann gibt es ein altes Tagebuch und eine Liebe, die alles überdauert. Es ist eine Liebesgeschichte, eine Reise in die Vergangenheit und ein tragisches Geheimnis. Das gebe ich weiter. Dann ein Buch, ja, Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Ich glaube auch eine Reihe, die ja mittlerweile auch schon verfilmt ist und auch jetzt beendet wurde. Ja, es ist Die Insel, die Kinder, das Grauen. Bist du bereit für dieses Abenteuer? Ja, das wandert auch weiter. Dann kommen wir jetzt zu den beiden japanischen Büchern, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, und zwar Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß von Hiromi Kawakami. Würden Sie zum Zweck eines Liebesverhältnisses eine Beziehung mit mir eingehen? In einer sinnlichen Prosa und starken sprechenden Bildern erzählt Kawakami von einer ungewöhnlichen Liebe und es soll die wahrscheinlich schönste Liebesgeschichte des Jahres sein mit einer erfrischenden Leichtigkeit. Das ist auch nicht sehr dick. Darf auf jeden Fall mit. Und dann haben wir noch von Durian Sukegawa Kirschblüten und rote Bohnen, was auch sehr schön tatsächlich schon verfilmt ist. Diese Geschichte feiert die Schönheit der kleinen Dinge und das augenblickliche Gelingen zwischenmenschlicher Beziehungen. Es ist ein poetischer Japan-Roman, was ich absolut bestätigen kann. Und auch die Verfilmung ist richtig schön. Und dann ein Sachbuch, mehr oder weniger, von Ingrid Vettel-Lee. Joyful, wie sie ihre Wohlfühlumgebung gestalten und glücklich leben. Ja, hier geht es so ein bisschen um die unerschöpfliche und spannende Leitfaden, wie man sich das Leben eben schön macht. Und ja, es wird so ein bisschen hinterfragt oder ja auch aufgearbeitet, warum eben jeder Mensch zum Beispiel das rote Glühen eines Sonnenuntergangs liebt, weshalb zaubert uns blühende Bäume, blaue Himmel oder das Gefühl von feinem Sand unter den Füßen ein Lächeln ins Gesicht. Und vielleicht hat ja jemand auch mal Interesse an einem etwas, ja, sachbüchlicheren Buch. Es war kein gutes Deutsch, aber gut. Ja, 5 Bücher sind eingezogen und dürfen auch ausziehen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Paket ein bisschen entwickelt. Ich denke, die ein oder andere Pakethalterin wird auch ein Video dazu posten. Und spätestens dann, wenn es wieder bei Anker ist, wissen wir ja, was zum Ursprung drin war. Das weiß jetzt ich. Und was dann am Ende tatsächlich noch übrig war, was sich Anker dann auch rausnimmt, finde ich immer super, super spannend, auch das Paket so ein bisschen im Grunde zu verfolgen. Ich werde jetzt alles zusammenpacken, uns dann auch zeitnah wieder sozusagen nach unterwegs schicken. Und ihr dürft natürlich bei Anker vorbeischauen. Und sie hat da bestimmt auch irgendwie eine Playlist, verlinke ich. Ich hoffe an alles. Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht und es ist seit langem mal wirklich wieder ein Paket, wo ich viele vielleicht ja tatsächlich hatte, auch wenn es dann nicht bei jedem Buch geklappt hat. Aber 5 Bücher, würde sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich freue mich auf jedes davon und hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei diesem Unpacking. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.